Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich filme heute mit der Vlogging-Kamera, denn ich dachte mir, ich begleite heute nochmal so ein bisschen den Tag. Wir werden auf jeden Fall gleich losdüsen, um noch ein paar Sachen für Julians Video zu besorgen, das wir natürlich auch heute drehen werden. Und ich habe auf jeden Fall einen sehr geilen Plan. Den können wir leider erst ein bisschen später umsetzen. Aber seid sehr gespannt und bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Sonst haben wir jetzt schon gefrühstückt. Ich muss unbedingt meine Haare jetzt gleich noch machen. Ich habe mir die einfach so wunderschön hochgestylt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon in einem Video erzählt habe, aber unser Flur ist endlich wieder weiß gestrichen. Es fühlt sich so befreiend an und es sieht alles so sauber aus. Ich habe euch auf jeden Fall auf Snapchat und so das schon gezeigt. Da ist der Julian. Ja, bitte. Lassen wir ihn Julian sein. Ach so, und sonst haben wir noch eine Baustelle. Hör mal auf! Du hast ein bisschen zu viel Energie, kann das sein? Mach doch das mal aus! Geh wieder weg! Nervst. Ich sehe so scheiße aus mit meinen Haaren hier. Jetzt fängt er schon wieder an. Jetzt hör doch mal auf! Oh, ein Fußballprofi. Hey, du bist echt voll gut. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Nein! Bist du ready? Wofür? Um deine Videomaterialsachen zu besorgen. Absolut. Würdest du bitte aufhören? Nein. Wir sind jetzt gerade bei Toys R Us angekommen. Dafür ist ein großer Freund gut, ne? Ja. Boah, das Wetter ist so scheiße. Es ist so hart am Regnen. Oh, fuck, warte. Oh, scheiße. Ja. Warte, wir müssen da lang. Der Klappe. Kamera ist ja voll peinlich. Okay, Entschuldigung. Ja. So, ihr Lieben, mittlerweile ist der Kenny auch da. Hallo. Hallo. Und wir haben uns jetzt alle in der Küche versammelt, weil wir einen sehr geilen Plan haben. Ja, das habe ich am Anfang auch schon ein bisschen angeteasert. Genau, wir haben Hunger, darum wird es jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber wir haben vor 2-3 Wochen ungefähr bei Julian auf dem Kanal ein Video gedreht, wie er blind bei einem Lieferservice Essen bestellt hat. Das war auf jeden Fall richtig geil und ihr habt es vor allem auch richtig gefeiert. Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, wie geil wäre es, nur Süßigkeiten, also nur Desserts und Nachspeisen und sowas zu bestellen. Und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und habe einmal einen Lieferservice gefunden, wo man richtig geile Süßigkeiten bestellen kann und einen Lieferservice, der so Milkshakes und alle solche geilen Sachen liefert. Ich habe eine Frage und ich habe euch gerade auf Lieferando gefunden. Ja. Und wollte fragen, ob wir noch ganz schnell was bei euch bestellen können. Das wäre vielleicht auch zu spät, weil wir hier 10 Minuten schließen. Scheiße. Und wenn wir es abholen kommen? Wenn du in 5 Minuten hier bist, ich bin ja dann noch hier, dann können wir bestimmt noch was zusammen machen. Ja? Also ich bin maximal noch eine halbe Stunde im Laden. Also okay, komm, dann okay. Fahren wir jetzt sofort zu euch und dann kommen wir ganz schnell rein. Oh mein Gott, wir müssen schnell fahren! Ja, aber das okay. Ist ja von das komische Blindbestellen. Ja, also pass auf, das ist ein bisschen blöd jetzt. Den Blindbestellen, aber wie geht's abholen oder was? Nein, wir fahren jetzt dahin und sagen, wir gucken nicht hin, stellt uns eine Tüte zusammen und dann nehmen wir die Tüte mit Hast nach Hause. Gehört, und das andere, das machen wir, wenn wir hier angekommen sind, ganz in Ruhe, dann wirklich blind bestellen, so genau wie du es gemacht hast und dann lassen wir es uns okay. Liefern. Schnell, schnell, schnell! Wir sind jetzt in wenigen Augenblicken da. Wir wollen ja wirklich nicht wissen, was der da reinpackt, ne? Schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr, wer am meisten verdrücken kann? Ich? Bibi? Ich oder sag der hungrige Kenny. Ich sag du. Ich glaube, ich kann mehr verdrücken als er. Du isst sehr viele Süßigkeiten. Ich glaube, auch bei mir ist eine Süßigkeitenbremse nicht so cool, dass wir im Stau stehen. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Wir können uns ja vorher wiegen und nachher wiegen. Boah, wie heftig wäre das denn? Wir sind jetzt wieder zurück. Wir haben die Sachen abgeholt. Wir haben einmal eine Riesentüte mit bunt gemischten Sachen. Und dann haben wir noch ganz viele Milchshakes. Wir wissen nicht, was das ist. Der Kenny hat es eben im Laden abgeholt. Und wir beide haben auf jeden Fall keinen Peil von irgendwas. Und jetzt kommen wir zum zweiten Part dieser Blindbestellen-Challenge. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, aber wir haben einen Kiosk gefunden, wo man einfach Süßigkeiten und so Nachtischsachen bestellen kann. Komm, wir machen so Double. Wir wickeln uns beide damit ein. Hä, wie sollen wir dann? Knudest du uns mal zu, Kenny? Oh, nee.
So, ist die Seite schon geöffnet, Bianca? Filmen wir ja. schon? Ja. Okay, das ist so heiß hier. Bibi, okay, bestell mal. Wer macht denn jetzt hier was? Ich will das. Ich bestell das da! Okay, jetzt hast du nur runtergedrückt. Jetzt, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch mal drücken. Aha, jetzt habt ihr zweimal schon gestellt. Oh, scheiße. Okay, jetzt müsst ihr euch bewegen. Jetzt geht's nur runter. Ich bin gar nicht am PC, ich drück irgendwo anders hin. Ah, jetzt haben wir wieder was bestellt. Zack, ich nehm das. Stopp, stopp, stopp. Ich nehm das. Nein, 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 du hast nichts bestellt. So, jetzt kannst du wieder. Das, okay, ich hab's bestellt. Okay, nächste. Das bestell ich auch. So, jetzt bist du am Jäger. Okay, warte, ein bisschen rum. Das hätte ich auch gerne. Ich will das haben! Das will ich haben. Das geht nur leider nicht, weil es nichts ist. Nimm das. Ja. Jetzt will ich. Bock drauf. Das will ich auch, das will ich auch, das will ich oh auch, mein das Gott, will ich auch. Jetzt du. Was komm, machst du? Gönn, gönn, hau rein, hau rein. Hör auf, du übertreibst okay, doch mal. Okay, wir haben 51 Sachen. 51 Sachen. Oh mein 51 Gott. 51 Sachen. Scheiße, das wird eine harte Eskalation. Wir sehen uns jetzt gleich. Der Kenny füllt sagen, jetzt das ganze Lieferding aus. Eine und teure... Eine Nachtischparty, ja. Wir rechnen gleich mal zusammen, wie viel wir insgesamt jetzt ausgegeben haben. Ja, ich vermute, das werden mehrere hunderttausend Euro sein. Ja, auf jeden Fall, Julian. Da haben wir ein paar Mal angerufen, weil so viel Mengen. Müssen wir die Kunde mal anrufen, ob sie jetzt, weil das Badfahren ist. Ja, nee, aber die Bestellung ist richtig. Alles klar, dann werden wir die Fahrer dann schicken. Oh, scheiße. Die haben jetzt ernsthaft angerufen, haben gesagt, sie haben zu viel bestellt. Ja, also die haben mir vor 20 Minuten eine E-Mail geschickt, die habe ich aber nicht gesehen, erst gerade. Und die wollten unbedingt persönlich mit mir am Telefon einmal reden, weil die meinten, es bestellen so oft Leute Sachen und dann gibt es die Hausnummer nicht oder so. Ja, was sagst du jetzt dazu? Der erste Lieferant ist da. Ich sehe sehr viele Getränke. Okay. Oh mein Gott, wie geil! Oh. Fanta! Capri-Sonne! Capri-Sonne! Oh mein Gott, ich freue mich so. Also sag ich mal Film, damit du die Hände frei hast. Nein! Haben wir viermal Marzipan-Schokolade? Boah, ich liebe Marzipan-Schokolade! Oh, ich hasse Marzipan-Schokolade! Das ist ja ordentlich was. Das sind unsere ganzen Milchshakes, die müssen wir jetzt nochmal alle durchrühren. Was ist das? Nee! Das ist echt eine gemischte Tüte mit Haribo-Zeugs! Boah! Noch eine! Noch eine! Oh. No, ich liebe diese! Wer hat das alles bestellt? Guck mal, wie viele gemischte Tüten Haribo wir... Ach du, wenn du wüsstest, was hier alles drin ist. Skittles. Boah. Butterkekse. Geil. Kekse mit Schokolade. Mm. Oh mein Gott, ich bin so glücklich! Mentos. Das ist halt auch alles, was man aufbewahren kann, ne? Oh, Hammer, geil! Jogurette. Bitte ganz kurz, Sam, kann ich irgendwas abgeben, oder? Nee. Psst. Alpen. Oh mein Gott, Alpenmilchcreme. Das ist meine Definition. Das sind keine ekligen Beine. Erdbeer. Ich habe sehr viel Schokolade gekauft. Guck mal, Kaugummis haben wir sogar bestellt. Geil. KitKat. Oh, Lion. Ich liebe Lion. Oh, ein Oreo-Riegel. Ich glaube, das ist das längste Unboxing der Welt. Okay, warte, das war nur eine Tüte. Wenn ihr das cool findet, gebt jetzt einen Daumen nach oben. Bianca, stoppt. Alle müssen stoppen mit der Bewegung. Bei 100.000 Daumen nach oben. Bianca, du darfst dich nicht bewegen, du bist ein Screenshot. Bei 100.000 Daumen nach oben gibt es einen neuen Teil. Stimmt's? Stimmt's, Bianca? Ja. Eistee. Ich liebe diesen Eistee. Geil. Orangensaft. Multivitaminsaft. So, guck, was da drin ist. Boah, Banane. Oh, da sind diese sauren Sachen voll. Habe ich das alles ausgewählt? Das ist ja wohl mal der Hammer. Pop-Tarts. Kennt ihr die? Die gibt es eigentlich nur in Amerika. Ist das Cornflakes jetzt? Ihr müsst die ein bisschen schütteln, weil da sind irgendwie drunter. Ich hätte noch mal ein paar reingepackt. Guck mal hier, so blaue. Oh, wie heftig ist das denn? Okay, ich würde sagen, die Fressorgie beginnt. Juli, sollen wir vielleicht die Kamera da? Guck mal, stell die mal da irgendwo, oder? Wie machen wir das? Wir müssen dazu sagen, nichts wird hier weggeworfen. Das sind halt alles Sachen, die man eh lagern kann. Der Kenny wird gleich übertrieben viel mitnehmen. Okay, okay. Komm, jeder probiert jetzt einen. Minz? Pfefferminz. Oh, das wäre Waldmeister. Mm. Boah, Banane. Mein Bauch knurrt jetzt schon so von wegen, was machst du? Bist du blöd? Ich will die Erdbeere. Oh, das ist meine Lieblingsschokolade. Ja, wie viel Geld hat das jetzt insgesamt gekostet? 200 Euro. Knapp 200 Euro, ne? Ja. Die Milchshakes gehen gut. Man sieht gar nicht, was hier alles steht. Das ist der Hammer. Das ist wie ein Paradies gerade. Ach, mir schlecht. Essen so. Oh. Wie ein heißer Schokokuchen. Ich kann nicht mehr. Und die Schokolade. Ja, nimm dir alles, was du willst. Wir haben genug auf jeden Fall. Ah, halt! Ich habe ja gerade so langsam langweilig hier. Boah. Du kannst doch nicht eine Stunde beim Essen zugucken. Ja, ich also, weiß. Ich muss, glaube ich, die Kekse hier aufmachen. Jogurette? Du kriegst aber auch gleich einen heftigen Zuckerschock, ne?
Man sieht dich noch nicht mal. Okay. Irgendwelche Kekse verdecken dich. Ich beende auf jeden Fall jetzt mal die Zähne. Pure Eskalation. Einfach geilster Scheiß. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Video feiert und wenn wir sowas nochmal machen sollen. Das ist so geil. Wir gucken mal. Ganz lauter Rülps, glaube ich. Okay, bis gleich. Julian völlig platt. Kenny völlig platt. Der ist sogar eben schon kurz eingeschlafen. Ja. Ich darf dir nicht zeigen, was ich hier mache. Ach so, Entschuldigung. Also, du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, um dein Video anzuteasern. Ich mache ein riesengroßes Experiment. Me versus Wobble Bubble Ball. Ich habe einmal die Strappe. Okay, Strappe. Das haben wir 10 Sekunden. Und jetzt darfst du deinen Instagram-Account ankündigen. Kenny Buving. Geil. Ja, warum soll ich mal hier folgen? Richtig geile Ankündigung. Weil ich ein super Typ bin. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Schaut mal bei ihm vorbei. Ich sehe selber aus wie so ein Wobble-Bubble-Boy. Geh mal weg. So, und der nette Kenny hat uns gerade verraten, dass er eben wohl noch Keksteig gekauft hat. Beziehungsweise habe ich das gerade im Kühlschrank gefunden und dachte mir, was macht denn hier Keksteig? Das wäre natürlich eben noch richtig geil gewesen. Darum werden wir das jetzt probieren. Bianca chillt da drüben und schneidet Keksteig. Keksteig, ich brauche einen Löffel. Okay, komm, ganz schnell noch Keksteig verkosten. Mir ist okay. Immer noch schlecht eigentlich, aber das muss ich mir jetzt noch mir können. Ist auch ein bisschen schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Geil, Keksteig, da kennt ihr sofort wieder da. Boah, geil, sind noch Schokostücke drin. Ein Löffel für dich, für mich. Ja, warte. Und ich nehme den Rest an. Warst du probierst schon? Boah. Ja, geht. Boah, ist das geil. Wie geil ist das denn? Dankeschön. So, meine Lieben, ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch mal das Video. Ihr seht, ich bin schon am Schneiden. Wir haben mittlerweile auch schon 1:30 nachts wieder. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben. Vor allem Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir nochmal so ein Süßigkeiten-Blind-Bestellen-Video drehen. Oder auch gerne andere Sachen blind bestellen. Oh, scheiße, die Klappe. Schreibt mir gerne mal eure Ideen dazu in die Kommentare, was wir noch alles blind bestellen könnten. Ich fahr mal zur Tankstelle Wasser kaufen, ja? Oh ja, das ist eine gute Idee. Schaut auf jeden Fall jetzt bei Julians Video vorbei. Da seht ihr, was der unter anderem mit diesem Crazy Ball gemacht hat. Ich hab gerülpst, du kannst mich nicht filmen. Entschuldigung. So, das war's jetzt mit dem Video. Schaut vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Und wir sagen Tschüss.